Hallo liebe Leute, willkommen zu einem neuen Stream-Time von Chocobobo 19 und Sekundenfan. Hallo. Jo, hallo zusammen. Ja, ich nehme den schüchternen Aufnahmepartner hier mit, ja. Also Streaming-Partner. Ich hoffe, er haut uns mit seinen Witze und Gags vom Hocker. Ne? Ich weiß ja nicht. Ich bin auch nicht ganz zuversichtlich, aber er ist trotzdem mit dabei, ne? So. Du mich auch. Ja. So, was kennst du von dem Spiel? Ich frage mal jetzt so. Da kämpfen Pflanzen gegen Zombies. Wow! Okay. Ich bin. Wie war das mit Witze und Gags? Ich glaube, er hat's drauf. Ich glaube, er hat's drauf, ja? Erzähl ich dich doppelt. Okay, das ist schon super, ne? Ja, aber ich meine Grundprinzip. Du hast ja erwähnt, ich habe dir schon mal was gezeigt. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr da erinnern. Ja. Du kannst dich anscheinend auch nicht mehr erinnern. Okay, gut, verstehe. Ich hab schon gesehen, so ein bisschen, das ist, so strategisch. Taktisch. Ja. Also nicht zu vergleichen mit den Suikoden-Feldeinsätze da, ja. Also da ist mehr Taktik dahinter. Aber ja. Wir werden mal wieder. Boah, ist das laut. Okay. Ja, wir werden wieder reinschnuppern. Da sehen wir die Zombie-Horden. Und wir haben vielleicht nach. Ich erinnere mich wieder. Ja. Wirklich. Pflanzen gegen Zombies eben, ne? Passt, ja. Ne? Ja, wir sind im Nachtlevel. Soweit haben wir es letztens gebracht. Und ich habe das Achievement da freigeschaltet. Ich weiß gar nicht, ob man es jetzt sieht, ein Nachtlevel zu schaffen, ohne Pilze zu verwenden. Na, Blödsinn. Oh ja, passt, oh ja, ohne Pilze. Weil in der Nacht sind die Pilze eigentlich besser als die normalen Tagespflanzen. Aber jetzt müssen wir bis zur nächsten Kategorie warten, bis wir wieder was Neues freischalten können. Wir werden aber, weil hier dieser Screen-Door-Zombie dabei ist, ja, das ist schon quasi, der geht mit der Tür vor sich und dient quasi als Schutzschild, da brauchen wir dann diesen speziellen Pustepilz oder Fumschroom. Ja, ich mag das Englische nicht. Ich bin das Deutsche hier gewohnt. So. Gut. Das sollte an und für sich. Ja, sollte reichen. Machen wir das einmal. Oh, jetzt kommen die Gräber auch schon. Na, gefreut mich. Übrigens, zur Info für die: Aus den Gräbern kommen dann ab gewissen Wellenpunkte. Die Welle sieht man dann rechts unten übrigens. Wenn einmal der erste Zombie erscheint. Dann sieht man auch, wie lange die Wellen dauern. Da kommen dann aus den Gräbern auch noch Zombies daher. Die können recht nervig werden. Was die Rasenmäher bedeuten, das weißt du eh, oder? Mhm. Sie dienen quasi einmaliger Schutzschild. Das heißt, wenn ein Zombie durchgehen sollte, dann macht sich der Rasenmäher auf den Weg. Die ganze Reihe entlang, also die Lane entlang. Und zerdeppert alles, was im Weg ist. Ist quasi ein einmaliger Schutz. So, die Kartoffelbombe braucht ein bisschen, bis die aktiv wird. Und die Pilze, ja, scheinen anfangs ein bisschen, wie soll ich sagen, nutzlos zu sein. Aber die haben es faustdick hinter die Ohren. Batsch, da wurde genau geblättet. Dankeschön. Ja, unser kleiner Pustepilz. Ui, ist der süß, oder? Ist ein richtiges kleines Lieblingskerlchen da, ja. So, jetzt Matschbombe ein. Matschbombe. So, da hauen wir mal wieder das raus. Ja, im ersten Part habe ich auch eine Blume erwähnt. Ja, ich weiß, da habe ich mit meinen Gefühlen gespielt, weil ich hab ein bisschen geweint, dass es die Blume hier nicht gibt. Aber ich muss euch sagen, ich habe ein wenig geflunkert, weil diese Blume gibt es doch. Und vielleicht lernen wir sie heute kennen, meine Lieblingsblume. Und warum es meine Lieblingsblume ist? Ja, weil sie einen besonderen Effekt hat. Weißt du das überhaupt, welche das ist? Nein, gell? Nö. Okay. Ich dachte, die ganze alte Community wüsste es. Deswegen. Alt. Ja, alt. So. Ich habe das einmal gesehen bei dir und. Nie wieder. Okay, verstehe. Das ist ja kein Problem. So, und jetzt sieht man schon das Besondere an den Sonnenpilzen. Sie wachsen nach einer bestimmten Zeit. Und das bedeutet, sie geben auch mehr Sonnen. Genau, größere Sonnen, die mehr bringen. So.
Oh, da oben brauche ich schon einen Screen Buddy. Sonst habe ich enorme Probleme. So. Genau. Weil der geht nämlich durch die Tür durch, dieser große. Okay. Die Kleinen schaffen das leider nicht. Deswegen ist der easy peasy weg. Gerade. So. Ist ja noch halt einfach scheinbar. Ja, ja, also. Wie gesagt, der zweite Teil, es gibt ja auch einen zweiten Teil, den habe ich auch schon Let's Play gehabt am alten Kanal. Da geht es viel turbulenter zu. Da ja, verliert man öfters als einen Liebes. Sagen wir es mal so. Weil ziemlich unfaire Stellen dabei sind. So RNG-mäßig, ne? Alles per Zufall, ne? Manchmal. Ja, was ich hier auch vermisse, in dem ersten Teil, einen Vorspul-Button, damit das Ganze ein bisschen beschleunigt wird. Ja. Ach, vorspulen musst du nicht. Natürlich. So, du siehst jetzt rechts unten, der Zombie-Kopf ist quasi bei der roten Flagge. Das heißt, die letzte Welle erscheint. Jetzt tauchen wir mal noch so mal so richtig fette Brummen auf. Nein, aber Massen wahrscheinlich. Und aus den Gräbern vielleicht auch? Ja, da kommen sie auch schon. So, aber dafür haben wir eine schöne Kirschbombe. Bombe trifft wortwörtlich, weil wenn wir die ja mal hier setzen. Bam. Cherry Bomb. Richtig. Alles weg. Quasi im Umkreis von der Bombe. Also oben, unten, links, rechts wird alles detoniert. So, jetzt kommt auch eine wichtige Pflanze, die nehmen wir gleich mal mit. Das ist mein Gesicht morgen früh im Spiegel. Ja. Hm. Der Grabfresser. Pflanze diese an einen Grab, um es zu entfernen. Ganz wichtig. Und jetzt kommt unser verrückter Nachbar, der erinnert mich an dich wieder. So, das mal, ja, vorlesen, aber auf Deutsch, wenn es geht. Hallo, möchtest du ein paar Samenstocks kaufen? Es kostet dich nur $750. Aber, du kannst dir dann einen dieser sieben Samen... Nicht ganz. Okay, ich glaube, ich werde es übernehmen. Es kostet dich nur $750. Aber du hast da die Möglichkeit, sieben anstatt sechs Saat, also dort Pflanzen, für ein Level auszusuchen. Ja, das heißt, wir kriegen quasi einen Slot mehr, damit wir eine weitere Pflanze mitnehmen können. Und natürlich möchte ich upgraden. Wie klingt das für dich? Okay, nun musst du $5000 sammeln, damit ich dir einen weiteren Slot-Upgrade verkaufe, wo du dann 8 mitnehmen kannst. Ja. Ja, das ist halt Debbie Dave, ne? Oh, da. Nein, der war doch nicht neu. Da haben wir. Ja, für dich ist er neu jetzt. Also, hier haben wir den Stabhochsprung-Zombie, das heißt. Ja, der überspringt quasi den ersten Zombie, der auf seinem Weg liegt. Bringt aber nichts, wenn es so eine fleischfressende Pflanze ist, weil die schnappt trotzdem noch hin, glaube ich. Wenn ich mich nicht täusche. So, wir nehmen wieder das hier mit. Die Bombe ist ganz wichtig fürs Ende. Das für zwischendurch. Und das hier. So. Wir haben ja einen Platz mehr, also haben wir gerade keinen Schaden. Wir sind halt doch schon ziemlich viele Gräber. Ja, ist nicht notwendig, dass man jetzt alle frisst. Das Wichtigste in dem Spiel ist halt eben, dass man ein bisschen Geld farmt, sonst kommt man nicht weiter. Es gibt auch einen schönen Baum der Weisheit, so viel kann ich spoilern, den gibt es jetzt, der kommt, wird erst freigeschaltet. Den musst du auf Stufe 100 bringen und für einmal 100, also für eine Stufe brauchst du $300. Jetzt rechne dir das mal aus, ja. Oder waren es sogar mehr, ich müsste ich jetzt auch lügen. So. Also, und ich will ja 100% machen und der Baum der Weisheit, der... Der gibt dir auch so spaßhalber Cheatcodes, wo du Outfits änderst oder Tipps gibt er dir, die ich zwar eh nicht brauche, aber dennoch, ja. So ja, in der Art, ne? Kann nicht schaden. Ja, kann nicht schaden, stimmt. So,
Und du siehst jetzt rechts unten, die Anzeige hat sich ein bisschen geändert. Jetzt gibt es nicht eine Flagge, sondern zwei Flaggen. Das heißt, es gibt zwei Wellen. Also immer auf bei die Flagge. Na, nicht auf einmal, aber in der Mitte von der Anzeige, wenn ich. Oh, da haben wir damals zum Beispiel $50. Die goldenen Münzen sind $50. Na, wenn die erste rote Flagge erreicht wird, kommt quasi eine Welle wie am Ende. Da kommen wieder Zombies aus Gräbern oder vermehrt Zombies halt, ne? Und dann am Ende haben wir immer die letzte Welle quasi. So, okay, den blätte ich aber jetzt so. Der mit der Pylone am Kopf, der frisst nämlich zu viel. Der hält nämlich einiges aus. So. Also langsam sollten wir mal Gräber fressen, wenn ich mal die Gelegenheit krieg. Gräber, Gräber. Lass dir schmecken. Lecker Schmecker. Schmeckt nach Stein. Schauen wir uns das mal an. Ja, wenn ich den zu spät spiele und ein Zombie kommt vorbei, kann er den sogar auffressen. Oh, ah ja, das gibt ja sogar Münzen, stimmt. Und dann sollte ich doch alle machen. Dann sollte ich doch. Ah, jetzt wächst der Pilz. Das heißt, wir kriegen jetzt mehr Sonne, ich kann mehr produzieren. Wenn er mal ausspuckt, danke. So, next one hier. No. Und da kommt der Stabsprungmeister. So. Und du siehst gleich seine Fähigkeit, pass auf. Wupp. Über den ersten drüber. Bringt aber herzlichst wenig, weil das sollte ihn eigentlich auffressen. Man kann auch den Trick so machen. Stell den da vorne hin und er ist urlangsam dann. Und die hinteren haben jetzt Zeit, ihn aufzusnacken, sozusagen. Was auch lustig ist, manchmal steht auf den Grabsteinen was Lustiges drauf. Wie zum Beispiel auf dem, was ich gerade gegessen habe, noch habe ich es nicht gelesen. Super, ne? Schäm dich. Ich schäme mich. Und mir auch noch. So, komm, springen wir. Okay, nein, springt doch nicht. Warte, machen wir das wieder so, den kleinen Trick hier. Oh, da unten habe ich ja nichts. Da stellen wir meine Walnuss hin, zur Verteidigung. Die gönnt er sich. Das dauert, bis die gegönnt wurde. Und dann können wir dabei den in Ruhe fertig machen. Oh, da haben wir auch noch ein Problem, ein kleines. So. Schafft er das noch? Nein, nein, nein. Oh, der hat ihn aufgefressen. Schande über dich. Also die Gräber sollten wir doch machen. Weil die Hallo, könnt ihr den nochmal blätten? Jetzt schaut es ziemlich duster aus. Okay. Ich brauche die Schaufel. Ich muss leider einen Pilz opfern da hinten. Ja, um einen Schuss. Ernsthaft? Das war echt jetzt... unnötig. Ja. So, riesige Welle kommt. Wir bereiten uns vor. Ich habe noch meine Kirschbombe. Die werden wir gleich wieder schön nutzen. Oh ja, so richtig reinbrechen. Da Ding. Wo gibt es die meisten? Ja, da oben. Tschüss. Bam. Herrlich. Aber wie gesagt, wir haben erst die Hälfte. Es geht noch weiter. Dauert noch ein wenig. Da, 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 da. Ja, nehmt den. Bitte. Dann fällt nicht einfach noch mehrere von den großen Platten. Kann ich hier? Kann ich hier machen. Jetzt, wo ich genug Sonnen habe, kann ich das ruhig machen, ja? Ah, warte, das ist mal zu kritisch. Da stellen wir sicher jetzt aber eine Nuss hin. Aber die kleinen reichen für die normalen Zombies auch. Die nichts haben, reichen die kleinen auch. Und die kleinen kosten mir auch nichts. Das ist halt der Vorteil. Na. So. Da hörst du. Die setzen einen Bubstrahl ein. Ja. Oder Kackstrahl. Ja, also ich finde das Spiel nicht schlecht, ist auch abwechslungsreich, weil es gibt, neben dem gibt es auch einen Minispielmodus, wo wir später noch dazu kommen, wenn er mal freigeschaltet ist. Dann gibt es noch einen Vasenbrechermodus, einen Überlebensmodus, ja. Also ich finde es interessant. So viel zwischendurch einmal, was du zum Abschalten. Ja, du musst nicht viel überlegen.
Du musst keine komplexen Suikoden-Schlachten da darbieten. Du nimmst einfach einen Stream auf und hast Spaß. Das ist. Gibt's da sonst die Boss-Gegner auch sowas? Ich verrate nichts. Im zweiten Teil gibt es, sagen wir mal, 90% mehr als hier. Also beim zweiten Teil ist nach am Ende jeder Welt und zwischendurch sogar Bosse. Hier glaube ich hast du es nur am Ende des Games. Wie gesagt, ist der erste Teil. Müsste ich auch lügen, es ist schon ein bisschen länger her. So. Die Bombe heben wir sich noch auf, weil. Die brauche ich gleich. Wir haben gleich die letzte Welle. Die haben wir auch eine Aufladezeit. So. Da-dum. Last Wave. So, da kann es auch passieren bei der ganz letzten Welle. Oder passiert es doch nicht? Gut. Dass neue Gräber kommen. So, und das meiste haben wir hier oben wieder. Bam! Schön. Sollten wir easy haben. Sollten wir easy haben. Ja, sieht auch nicht so aus. Oh! Ah, und ich krieg für jeden Rasenmäher kriege ich auch noch Geldmünzen, ja. Beinhaltet Informationen von allen Pflanzen und Zombies, denen du begegnet bist. Also das Almanach, das Inhaltsverzeichnis, das Lexikon. Und das schauen wir uns jetzt an, weil es sind ziemlich lustige Einträge. Beginnen wir bei der Erbsenkanone. Achso, das ist ja alles auf Englisch wieder. Oh, ja. Wie kann eine einzelne Pflanze... Obwohl, nein. Wisst ihr was? Das lese ich jetzt nicht. Das dauert jetzt 15 Minuten. Ich switch alles nur durch. Wir machen dann den neuen dann auf alle Fälle. Das ist aber nur gut. Warte. Ich möchte explodieren, sagt Kirsche 1. Warte. Nein. Lasst uns sofort explodieren, sagt sein Bruder. Kirsche 2. Nach einer Konsultation... stimmten sie einander zu und explodierten. Also sie waren sich am Anfang nicht einig heute, ne? So. Warum dann nicht die Pilze und nicht diese Schließpflanzen? Was sind mit den Pilzen? Warum die Pilze und nicht die Pflanzen, die schießen können, scheinbar. Ich weiß nicht mehr. Auf was bist du hinaus jetzt, oder? Diese grüne Pflanze, die 100 kostet zum Beispiel. Ja. Warum nimmst du nicht die statt die Pilze? Weil der Pilz 0 kostet. Den kann ich jederzeit pflanzen. Und der am Nachtlevel, im Nachtlevel sind die Pilze besser. Weil wenn dann, also nach dem Nachtlevel kann ich auch spoilern, es kommt wieder ein Taglevel. Und wenn ich einen Pilz im Taglevel spiele, schläft der. Der bringt mir nichts. Das heißt, die Pflanzen hier oben sind eigentlich... Ich kann den natürlich in der Nacht auch spielen, ist kein Problem. Nur, der kostet mal 175, die Sonnen habe ich am Anfang nicht wirklich, ne? Muss ich erst fahren. Ich kann von mir das nächste Mal jetzt auch. Jetzt habe ich ja schon Achievement gemacht, im Nachtlevel ohne Pilze spielen. Habe ich ja schon mal gemacht. Aber allein selbst die Sonnenblume bringen mir in der Nacht nichts, die geben mir kaum Sonnen. Ja? Also eigentlich spielt man mit den Pilzen normalerweise, ja. Normalerweise. So, und das sind die Zombie-Typen, da gibt es noch ein paar andere, ne? So. Ja, dann Tor vor sich und dass er von seinem letzten Besuch eines verteidigten Hausbesitzers mitgenommen hat, ne? Nachdem er die Gehirne dort gegessen hat, ne? War ich klar. Brains. Gehirne. So. Der Zeitungszombie war fast am Ende beim Sudoku lösen. Und kein Wunder, wenn man seine Zeitung zerstört, dass er ausflippt, ne? Weil man kann seine Zeitung abschießen und dann flippt er wirklich aus, ne? Er wollte nur sein Sudoku lösen, mehr nicht, ja? Mehr nicht. Da würde ich auch ausrasten, ne? Wenn ich Sudoku-Fan wäre, ne? So. Haben wir wieder DBD? Oh, mehr Minispielzeit, oder? Es ist Zeit für eine Runde Wrecked Zombie! Es ist wie Erdmännchen jagen oder Maulwürfe.
Du kennst diese pelzigen kleinen Dinger, die Löcher in deinen Grund buddeln? Ja, genau diese. Aber anstatt denen sind es einfach nur Zombies. Und statt einer Schaufel ist es dieser kleine Hammer. Und statt mir bist es du. Okay, der ist verrückt. Ja, da ist auch so ein Minispiel. Da machen wir einfach nur so Bomben. Weißt du, der haut den Lukas, ne? Auf Zombie-Art. Ist ja noch easy. Das ist ja einfach. Noch wahrscheinlich, noch schwerer. Ja. Du siehst, wie lange die Welle unten dauert, ne? Oh! Ah, da kann ich sogar Verteidigungen platzieren. Da kann ich sogar die Gräber auffressen, okay. Das wusste ich auch nicht mehr. Da können wir ein bisschen Kohle snacken. Kohle! Okay. Kohle ist immer gut. Willst du mal was überweisen vielleicht, oder? Kommst du auf einmal darauf? Weil wir von Kohle reden, ne? Was ist denn? Es geht schnell, sowas, ne? Das Thema haben wir gleich gefunden, kein Problem. Yeah! Na, jetzt schießen aber die Sonne aus, ne? So. Ja, der braucht schon zwei Schläge, der Pylonenmann. Also, wir haben einfach alle Gräber weggemacht. Passiert nichts. Es kommen immer neue nach. Ne? Das wird nicht passieren in dem Modus. Außerdem, du siehst ja, wie lange der Grabfresser braucht, bis ich ihn wieder einsetzen kann. Das geht sich gar nicht aus. Und wir haben die Welle fast beendet, wenn du unten rechts schaust. Wenn du jetzt rausschaust beim Grabfresser, schau, hat er einen Cooldown. Ja. Eben. Und umso besser die Pflanze, umso länger dauert der Cooldown. Ist egal. Man zerstört eigentlich... oh Gott, sag mal, jetzt werdet ihr aber nervig ein bisschen, ne? Jetzt werdet ihr aber ein bisschen viel, ne? Ja, jetzt springt er auf. Ja, und jetzt kommt die letzte Welle. Jetzt wird es wahrscheinlich enorm werden. Naja. Okay, da habe ich mal jetzt mehr erwartet. Aber wir können zum Beispiel den langsamsten können wir mal lassen kurz. Vielleicht kann ich noch ein Grab fressen. Obwohl, es geht sich nicht aus, glaube ich. Oh nein, der ist zu langsam. Okay, sorry. Oh ja, ich kann aber so noch ein Grab fressen. Ich muss das noch nicht einsammeln. Gut, da holen wir sich noch Kohle. Geht auch. No. So. Money, gibt es mir. Ich habe sogar ein Achievement freigeschaltet. Was? Hä? Wie habe ich denn das geschafft? Penny Pincher. Da müssen wir gleich mal nachschauen, kurz. Ich denke mal, dass er halt nur die Zombies gemacht hat zu haben, dass du Geld damit hast mit dem Grab, mit dem Gräbern. Hebe 30 Münzen der Reihe nach auf in einen einzelnen Level, ohne eine verschwinden zu lassen. Ah. Ja, das ist das typische Achievement für mich. Geld horten, ne? Ja, ja. Wenn man das Geld nicht einsammelt, verschwindet es mit der Zeit. Also das kann mal wirklich nicht passieren. Das stimmt. Das stimmt. Danke. So, ja. Nochmal. Ein paar Münzen drauf. So, der Hypnopilz. Ja, sorgt dafür, dass ein Zombie für dich kämpft. Auch cool. Ja, das hat was. Das werden wir am besten bei dem Quarterback hier einsetzen. Bei dem Football-Zombie. Weil der... ja, der rast quasi durch. Das ist der stärkste gerade von der Truppe. Das heißt, wir nehmen das gleich mit. Grabfresser, das braucht man mit. Und ja, von mir ist für die. Welche Pflanze soll ich noch mitnehmen? Vielleicht mal die 150er. Was, diese? Fleischfressende? Ja. Okay. Die ist eigentlich praktisch mit der Walnuss hier, ja. Aber wurscht. Man kann es auch ohne spielen, aber... da wird sie leichter zerstört, sage ich gleich dazu. Keine Ahnung, ich kenne das nicht. Ich ist egal, macht nichts. Also verlieren, ja, verlieren kann ich, wenn ich mal verlieren sollte in dem Level, dann kann ich es neu starten. Das ist nicht das Problem.
Okay, der erste kommt da unten. Das war schlecht platziert. So. Gehen wir den mal daher. Brains. Gib mir Gehirne. Er würde eigentlich bei Pflanzen verhungern, weil Pflanzen haben keine Gehirne. Naja, er will ja zum Hausbesitzer. Wir sind ja der Hausbesitzer, wir verteidigen uns, ja? Er will unser Gehirn ja haben. Ne? Und der Nachbar ist der Debbie Dave, der verrückte Hund, den hast du gesehen? Der hilft uns quasi, ne? Ich glaube, den sein Gehirn haben schon gestohlen oder gegessen. Kommt das, drüber. Ja. Debbie Dave, mein Name. So, Grabfresser. Wir können ihn nicht mal normal sprechen. Er spricht. Der nicht mal mehr ein richtiger Mensch. Nein. Wohl wahr, wohl wahr. So, wir haben die Sonnenproduktion erfolgreich erwirtschaftet. So, jetzt gilt es nur noch gerade verteidigen. Aber das geht sie mit dem, glaube ich, noch aus. So. Ich fresse lieber meine Gräber. Bringt mal Geld. Wie gesagt, Geld brauchen wir hier. Ich möchte nicht unnötig farmen, dann bleibt mir eh nicht anders erspart. Also farmen werde ich ausgehen müssen irgendwann einmal. Nur was ich vermeiden kann, möchte ich gern vermeiden. Das heißt, ich spiele hier eher mehr. Mein Spielstil ist hier eher mehr geldbezogen, sage ich jetzt einmal. Ne? Und das wird man später dann auch recht schnell merken, glaubt mir. Enormer Geld Spielstil. So, da haben wir jetzt den. Warte, dann spare ich mir 75. Jetzt zeigen wir mal den her, den Pilzi. Hopp. Wupp, und schon gehört er uns. Jetzt hoffe ich, dass ein Zombie kommt auf der Lane, aber wahrscheinlich nicht. Weil den hätte er dann gleich aufgefressen. Schade. Ging sich nicht aus. Man kann nicht alles haben. Aber wenigstens ist so ein starker Zombie mal weg, ne? Ist auch schon was wert. No. So, das letzte Grab. Sehr gut. Dann bauen wir da hinten die Verteidigung mal auf. Ja, der kann sogar bis dann davor schießen, schon. Oh ja. Geiler Hund. Lokal, schicki. Da fehlt ein Pilz. Lasst meinen Pilz in Ruhe. Grabfresser, Grabfresser, geht nicht. Ja, und die Welle, also Welle ist gleich wieder vorbei, da haben wir wieder nur eine. Das heißt, wir haben es gleich wieder. So, ich brauche noch 50, bitte. Schnell. Noch einmal. Hallo, 50. Jetzt, danke. Ich brauche so eine Art Bombe jetzt gleich wieder. Ah, ich mache das aber auf den mal. Bam. Habe ich den Pilz ernsthaft falsch platziert? Ja. Ist ein Problem ein bisschen, ne? Gut, dann machen wir es anders. Dann machen wir mal deine Pflanze hier. Matsch, weg ist er. Der Nachteil ist jetzt, schau dir die Pflanze genau an einmal. Und zwar, sie kaut. Und während sie kaut, kann sie natürlich von anderen Zombies locker gefressen werden. Deswegen stellt man dann meistens so eine Walnuss davor, dass sie ein bisschen geschützt ist. Bis sie runterverdaut hat. Jetzt warten wir mal das ab kurz, damit er es mal sieht. Ja, kostet 150, ist zwar stark, kann Zombies verschlingen, und aber ja, das ist der große Nachteil dabei. Na, ist der bis zur Unendlichkeit, oder was? Noch viel weiter. Na, anscheinend. Oder liegt es daran, dass das Level schon zu Ende ist? Das kann auch sein. Nein, er schluckt. Oh. Und jetzt wäre er wieder bereit. Gut, jetzt kriegen wir was Schönes. Also, den muss man richtig gut einsetzen jetzt. Der ängstliche Pilz greift aus der Entfernung an, aber er versteckt sich, wenn Feinde näher kommen. Das heißt, wenn ich den ganz vorne platzieren würde, ich kann es einmal demonstrieren. Ich kann es ja dann mal demonstrieren, so. Nehmen wir einfach ich weiß, mit. Ich kann mir denken, dass er abläuft und dass es dann weg ist. Dass der vorne keinen Sinn macht.
Richtig. Ist mir klar. Aber ich nehme ihn trotzdem mit, um zu zeigen, weil ich zeige ja gerne alles her. So, und das reicht für jetzt einmal. Passt. Boah, Gottes Willen. Ein bisschen viele, ne? So, das heißt, wir lassen die hinterste Reihe mal frei. Hat einen guten Sinn, natürlich, jetzt. No. Da müssen wir jetzt ein bisschen umswitchen. Ja, wir haben Level 2 von 7. 2-7. Das heißt, 2-9 ist das letzte und dann kommt die neue Thematik. So, ich brauche ein paar Sonnen, sonst kann ich nichts machen. Ich muss ein bisschen sparen vorher. Das sind eben die Nuller praktisch, weil die wirklich nichts kosten eben. Ne? Wie schon die Zahl 0 sagt. Ne? Oh, der bleibt sogar in derselben Reihe. Das ist sehr schön. Ich möchte mich gern vorbereiten auf die nächste Reihe. Könnte knapp werden, dass sich der ausgeht. Da können wir es einmal zeigen in der Reihe. So. Er schießt von ganz hinten durch, ne? Siehst du ja, ne? Ja. So, wenn ich den jetzt hier platzieren würde. Ja. Sehr nützlich. Vorne. Der Gute. Und weg ist er. Da hinten macht er also wirklich gut Sinn. Das war Verschwendung. Ja, das waren nur 25. Wie gesagt, Vorführeffekt zeige ich gern her. Da kommt die Verstärkung. Schauen wir mal, dass wir in jede Reihe einen kriegen. Das wäre ideal. Gut, da stören ein bisschen die Gräber in der vorletzten Reihe. Die müssen wir auch mal wegmachen. Und da beginnen wir mal mit dem ersten. So. Ja, je näher dran ist, desto schneller soll ich da weggehen. Ja. Ich glaube, das Spielprinzip ist nicht so schwer, ne? Oder? Oh, kann man mit klar. Man kommt mit, gell? Ja, man kommt mit. So. Aber wie gesagt, für zwischendurch nicht schlecht. So auf die Dauer würde ich das jetzt nicht spielen wollen, also tagtäglich, ja. Ja. Aber sie haben sich damals. Und da war ja damals der Hype von dem Spiel, ja. Das war ein mega Hype damals. Und viele wollen ja immer noch Teil 3 haben, nur irgendwie sind es bei Teil 2 hängen geblieben. Beziehungsweise gibt es ja auch diese Action-orientierten, wo du dann, weißt du, gegen, du spielst entweder ein Zombie und kämpfst gegen Pflanzen, so wie Overwatch oder Fortnite oder so. Minion Master, das Spiel. Ja, sowas halt, ja. Also, nein, nicht ganz, du steuerst nur eine Figur. Hast auch so Klassen wie, weißt du, Damager, Tank. Das ist dann. Ah ja, entschuldige, da gibt es ja noch ein Game, das habe ich auch Let's Played. Ah. Auch ein Mobile Game, weil Teil 2 ist ja auch Mobile. Das ist ja mittlerweile auch Mobile. Wo du auch Zombies oder Pflanzen spielst, mit diversen Fähigkeiten, quasi auf Kartendeck aufgebaut. Das ist auch nicht schlecht. Ja. Könnte man auch wieder machen zwischendurch. So als Testpart. Aber schade, dass sie Minimata so verhunzt haben. Das habe ich früher mit denen immer gern gespielt. Ja. Obwohl, angeblich haben sie es wieder geändert. Es gab ein paar große Updates, die wieder alles reguliert haben anscheinend. Müsste man schauen, ja. Aber wie gesagt, mich ärgert immer noch das Achievement, dass ich das nicht kriege. Ne? Ich als Achievement Hunter. So. Mal weg. So, wir sammeln das nicht ein, wir fressen die Gräber vorher. Achso, da ist ja sowieso nur einer. Ah, da brauche ich das noch vorher. Achso, wir sind noch gar nicht fertig. Ich dachte, wir wären schon fertig. Ups. Sorry, mein Fehler. Ich dachte, wir wären schon fertig. Ah. Wunschdenken, ja? Wunschdenken. So, 1840 haben wir eh schon. Aber trotzdem ist es noch ein weiter Weg. So, jetzt haben wir in die vorderste Reihe das rein. Komm, droppt ein bisschen mehr. Was ist? Seid nicht gierig. Der Joker braucht Kohle. Die Kohle, geile Joko. Naja, schon. Weil es wird noch sehr wichtig werden. Wie gesagt.
Aber die sind droppfaul. Die sind eindeutig droppfaul. Points. 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 Pinky und Brain. The Pinky und the Brains. The Pinky und the Brains. Im Garten des Nachbars ist es geschehen. Sie wollen die ganzen Brains. Ich höre nur Blooper, ich höre nur Geblooper rein. Hast du was gesagt? Das Badewasser ist zu laut. Der Jacuzzi ist zu laut, ja? Aha. Ich glaube, wir müssen eigentlich gar nichts mehr machen. Wir können das so stehen lassen und wir würden das Ding, glaube ich, gewinnen. Ja, eigentlich schon, ja. Könnten wir. Aber es wäre von vorteilhaft, wenn man doch ein paar... Ein, zumindest zur Gleichheit, würde ich mal sagen, haben wir die weg und stellen das so auf. So, jetzt passt ja alles. Jetzt ist alles schön. Ich mag so synchron. Ich bin da mehr Monk-mäßig unterwegs, ja. So ein bisschen, ja. So. Das kenne ich von mir ähnlich. Ich mag's auch synchron. Und parallel und so. Das klingt auch falsch. Ich mag synchron und parallel. Okay. Ja, lass mal jetzt einmal gelten. So. Ah, wieder zu spät platziert. Verdammt. Macht nichts. Gib Kohle her. Gib Kohle. Ah, den hat's erwischt, den Zombie, schon. Aber ich will die Kohle haben von ihm. Geht nicht, schade. Ich habe ein kleines Problem, ne? Der kommt doch nicht wahrhaftig durch, ne? Okay, hat's erledigt. So. Ja, neuer Pilz. Was kann denn der? Schauen wir mal. H75 ist nicht teuer. Ein Eispilz. Ja, friert Zombies auf den Screen ein. Für einen Moment halt, ne? Okay, ja, auch kann, nicht schlecht. Kann nützlich werden. Wird nützlich. Oh nein, jetzt kommt er schon. Der Dancer. Der Dancing Zombie. Oh ja. Der hat's faustig. Der hat eine fiese Fähigkeit. Da brauche ich... Noch cool. Aha. Saturday Night Fever, sage ich nur so. Da brauche ich auf alle Fälle den Pilz mit. Den Hypnosepilz. Nein, nein, nicht... Ja, Hypnosepilz geht auch. Ja, der Hypnosepilz ist sogar noch besser. Aber der andere Pilz. Der neue Pilz. So. Ja, am Anfang wieder... Wir brauchen Sonnen. Hier kommt die Sonne. 1, 2, 3 von Rammstein, ne? Ja. Ich mag Rammstein. Ich höre gerne Rammstein. Ja. Ja, ein paar Lieder sind gut. Alle gefallen mir jetzt nicht, aber... Wie zum Beispiel... Engel finde ich cool. Engel, ja. Laughing Geese. Oder halt eben die Sonne oder was gibt's noch für welche? Keine Ahnung gerade, ich glaube. Du hörst gern Rammstein und weißt nichts. ich höre es durch nicht, genau, ich höre halt nicht viel von denen. Ach so. Okay. Find's nur ganz cool eigentlich, mehr nicht. So, da stellen wir da vorne einen hin. Guten Tony Dancer. Tony Dancer? So. Gut, da baue ich schon mal die erste Verstärkung da hinten vielleicht. So, und jetzt sollten wir mal ein paar Gräber fressen. Wir haben mal angebracht. Wir haben nur eine Welle Zeit. Ja, mit der Kohle. Gib mir die Kohle. Oh, der Sniper. Der Angst-Sniper, ne? Angsthäschen.
Oh, da ist der Tänzer und schau dir seinen Move an. Er holt nämlich 4 Zombies. Und das nicht nur einmal, sondern kann öfter sein. Deswegen ist der so gefährlich eigentlich, der Tänzer. Aber er ist auch schnell down, wenn man besiegt hat mal. Ist halt in der Masse ein bisschen schlecht, wenn er mit anderen mitkommt, weil dann ist er vor Angriffen eventuell geschützt. Also es kann schon dramatisch einmal werden. So im Endless-Modus oder so. In Zukunft. No. So. Points. Give me some points. Points. Das letzte Grab, sehr gut. Ein seichtes Grab. Ja, das war sehr seicht jetzt. Brains. So, jetzt werden wir mal. Ich lasse den trotzdem kommen, wegen der Kohle und so. So, jetzt pflanze ich einmal den. Und du siehst, alles sind eingefroren, ne? No. Ist sehr praktisch auch. Da ist noch ein Tänzer. Der ist auch gleich erledigt. Und noch das raus. Ja, 2,8 auch erledigt. Und mein Lieblingspilz. Der schaut schon so gefährlich aus, der Pilz. Ne? Es ist der Todespilz. Zerstört eine große Area und lässt sogar Krater zurück. Er ist stärker als die Kirschbombe und der große Nachteil aber dabei ist eben, wie schon erwähnt, die Krater, die zurückbleiben. Da kann ich keine Pflanzen dann mehr drauf pflanzen. Ne? Das heißt, man muss halt aufpassen, wo man den guten zündet. So, gibt's da was auf Neues? Die Straße. Zum Beispiel, ja. Weil Schlaglöcher hat man sowieso, ja, stimmt. Wir werden ihn natürlich mitnehmen statt der Kirschbombe. Ist auch günstiger, wie man sieht, aber hat eben den Nachteil eben, wie gesagt. So. Pfeifen wir auf den Eispilz, jetzt nehmen wir den anderen mit. Gut. Oh Gott, das wird nochmal so viele. So, ich glaube, das letzte normale Level im Dunkeln. Und bei 2,10 haben wir dann meistens. Also, verdammt, den habe ich falsch platziert. Haben wir dann meistens etwas Besonderes, also so eine Art Minispiel. Okay, okay. Kümmer dich mal drum, Kleiner. Ich vertraue dir voll und ganz. Ein kleines Pilzchen wird dann nicht reichen, glaube ich. Oh ja, der reicht. Hat ja vorher auch gereicht. Würde mich wundern, dass das jetzt anders gescriptet ist. Müsste reichen eigentlich. Da ist er weg. Okay. Man muss ihn nur rechtzeitig platzieren. Er muss 3 Felder vor einem sein. Dann passt es. So. Seine die normalen Zombies, die halten ja nichts aus. Da setzen wir mal einen her. Können wir mal da das Grab essen? Und die halt 500 hat er schon mal. Was habe ich? Noch 500, dann kannst du dir noch einen Slot leisten. Ah, 3000 waren es, nicht 5000? Das war immer nicht 5000, hab ich mir gerade gesagt. Achso, entschuldige. Ich hab verstanden, es fehlen nur noch 500. Entschuldige. Nee, 2500. Ja, ja. Der Zweier ging unter, leider. Der ging leider unter. So, warte mal kurz. Muss mal kurz passieren, weil mein Stream hängt gerade, glaube ich. Haben wir Zuschauer? Nein, nein. Heute nicht, weil du dabei bist, ne?
Danke. Bös, gell? Nein. No. Bös. Schnüff. Scherz. Scherz. Böse, böse. Du hast zwar deine Marotten, aber du hast auch deine guten Seiten, sagen wir so, wie jeder. Jeder hat seine guten und schlechten Seiten, ne? No. Und überwiegend sind es bei dir die guten, ja, ne? Ja. Das war nett gesagt jetzt, oder? Das war süß. Ich weiß, hab dich auch lieb. So. Ein bisschen Futter. Bitte? Mein süßer Schoki. Oh Gott, das will. Übertreib's nicht, das ist live, gell? Life is life. Na, 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 na. So, auf dem Grabstein zum Beispiel steht Just Resting. Also er ruht sich nur aus. Also. Ich weiß nicht wohl, ich kann auch Englisch. Achso, Denglisch, ja. Okay, verstehe. Soll ich nur sagen, Suikoden, ne? Soll ich nur sagen, Suikoden? Ich sagte nicht, dass ich perfekt bin. Ich sagte nur, dass ich Englisch kann. Ja, ich auch. Stimmt, meine Rede, weil ich bin auch nicht perfekt. So. So, ich brauche 100... Gold. Nice. Money. So, jetzt geht's los. Jetzt holen wir den Todespilz raus. Aber vorher möchte ich noch das Grab hier haben. Und den Todespilz hätte ich gern... Ja, den hätte ich normalerweise gern da unten. Ja, mach mal da, ja. Bam. Geht sogar bis darauf, hast du gesehen? Aber jetzt haben wir zum Beispiel einen Krater. Da kann ich leider nichts pflanzen. Ist halt der Nachteil von dem. Wie gesagt, wenn man weit genug vorne hinstellt, kann man den Nachteil entgegenwirken. Dann ist es nicht so tragisch. So, ui, nicht mein Grabfresser essen. Nicht mein Grabfresser essen. Danke, verstehe ich. Ich wäre wütend sonst. Ich hätte ihn echt aufgefressen. Vielleicht. So. So, jetzt brauchen wir. Gell, die erlauben sich schon was, ne? Ja, können die nur. Bäh. Ein Zombie. Bäh. Sollten wir mal mehr von denen machen. Es blubbert wieder in der Badewanne. Yeah. Die Arke gehen ja nicht aus von dem Blubstrahl. Aber ich glaube, Pokémon. Hat er normalerweise nur 25 AP? Ja, das regeneriert sich aufgrund des Nachtlevels dauerhaft. Siehst du den Krater? Der füllt sich mit der Zeit wieder, schau. Das heißt, jetzt könnte ich dann bald wieder was draufstellen. So. Gut, letzte Welle kommt gleich. Wir haben's gleich, wir haben's gleich. Die perfekte Welle. Voller Blubber. Blubber dich reich, jetzt gleich. So. Dann werden wir noch ein Pilzi zünden. Dann hätten wir das schnell erledigt. Ja, töte die alle. Oh, da kommt ein Dancer sogar. Na bitte, perfekt. Jetzt geht's ab mit den Luzi. Oh ja. Oh, sogar alle erwischt. Da liegt ein Geldstück dahinter. Ich hab's erwischt. Oh, ich bin glücklich. So. Was haben wir denn bekommen? Eine Nachricht von den Zombies wieder. Autsch. Wir werden euch töten. Hallo, überhaupt wie das dort steht. We would, ne? Wir möchten dich gerne um Mitternacht für einen Snack besuchen. Wie klingt Eiscreme und Gehirn? Klingt das gut? Gezeichnete Zombies. Mit vielen Rechtschreibfehlern, ne? So. So. Ja, da kommen ein paar, aber wir haben Minispiel. Und zwar kriegen wir die Pflanzen einfach geschenkt. Nur was wir geschenkt kriegen? Ja.
Das ist einmal ein Eispilz, mit dem fange ich nicht viel an. Ja, mit dem fange ich schon mehr an. Stellen wir den mal da her. Und Grabfresse ist auch gut, gibt Kohle. Ja, das heißt, wir müssen mit dem Vorlieb nehmen, was wir kriegen. Yep, 50 wieder. Der reicht eh für den. Die kommen ganz hinten natürlich hin, ist eh klar. Ah, perfekt. Machen wir den daher. Perfekt, dann schützen wir die Reihe. Oh, wir haben sogar einen Todespilz. Gut, der hält doch mehr aus als erwartet. Das heißt, wir werden einmal ein bisschen einfrieren. So. Ich brauche mehr Futter. Ja, die sind auch langsam unterwegs, die Gegner gerade, wie ich sehe. So, perfekt. Den brauchen wir unbedingt. Ich muss den da herstellen. Ich brauche zwei hier. Gerade. Aber du siehst, die Leiste oben fühlt sich gut. Also es geht sie aus. Es geht sie locker aus für alles. Und wenn es einmal voll ist, sollten wir mal was platzieren, weil sonst kriege ich nichts Neues nach. Ja, dann hast du die Atompilze, die Todespilze einfach. Ja, könnte ich verwenden. Ja. Das Blöde ist halt der Krater dann, ne? Das macht gar nichts, du hast dann würdest vorne niemals, eh niemals was. Also du kannst heute die Todespilze benutzen alle jetzt. Ja, ja, ich verwende sie schon. Keine Panik. Jetzt gerade brauche ich es nicht. Dann nehme ich lieber den da. Ich schaue mal, was am Ende kommt. So, ein Todespilz. Gut, dann verwendet man halt jetzt. Passt. Ah, der ist schon perfekter. Dann stellen wir da mal das her. Und er hilft uns jetzt. So, jetzt hoffen wir mal, dass da oben wer entgegenkommt. Aber wieder nicht. Okay. Machen wir hier ein bisschen langsamer mal. Ja, ist jetzt nicht so schwer gerade. Es kann nur dramatisch werden bei den Wellen. Also jetzt in der Mitte und am Ende dann. Kann es ein bisschen dramatisch werden. Oh, ein Grabfresser, nice. Dann gehen wir daher. Nochmal hier lang, ein bisschen langsamer noch. So. Kommt der wieder nach? Ding, ding, ding. Grabfresser. So, da kann es nicht passieren, dass jetzt welche aus den Gräbern kommen, vielleicht? Oder Dance Zombie, okay. Da macht er nichts. Ich würde sagen, Todespilz. Ja. Eindeutig. Oh, alle weg sogar. Nice. Oh, da kommt der nächste schon. Okay. So. Oh! Disco ist undead. Errungenschaft freigeschaltet. Hä? Weil ich den übernommen habe. Schau, der beschwert auch für mich. 4 Zombie-Begleiter. Das ist urmächtig so. So, der Quarterback spielt auch wieder für uns. Dann schickt Magier zurück. Läuft hier lang. Yep. Natürlich kann der unsere Quarterback genauso gefressen werden, jetzt oder jetzt. Er hat sich geopfert für die Allgemeinheit. Oh, ganz wichtig. Goldene Münze. So, machen wir ein bisschen Freeze.
Freezer is incoming. The Freezer is coming. Ah, das schaffen wir. Jetzt kommt dann die letzte. Oh, schon wieder ein Disco-Ding. Ich würde den ja am liebsten wieder übernehmen. Komm, übernehmen. Das wäre das Beste. Nice. Oh. Lange hat er nicht gehalten. Gut. Todesplätze könnt ihr alle nutzen. Ja, könnte ich. Mache ich. So, bitte. Du willst ja nur unbedingt den Tod sehen, ne? Ihr steht mir im Weg. Ich will das Grab haben. So, letzte Welle. Eigentlich spekuliere ich ja noch auf die zwei Grabfresser. So. Aber pfeift drauf. Und tschüss. So. Einer lebt noch, okay. Ah, nein, ein paar leben noch, okay. Macht nichts. Vielleicht kriege ich noch einen Grabfresser. Ja, danke. Jetzt muss ich nur warten, bis die weg sind. Nein, nein, ich will das Grab fressen. Danke. So, und da haben wir schon eine wichtige Pflanze für das nächste Level. Und das wird auch besonders werden. Ja. Ne, ein Lilienblatt. Also, ja, Lotusblatt. Du kannst darauf Pflanzen, die nichts vom Typ, mit dem Typ Wasser zu tun haben. Ja, weil es gibt ja Wasserpflanzen. Und das kannst du aufs Wasser pflanzen, damit du eben normale Pflanzen drauf pflanzen kannst. Das heißt so viel wie, wir haben ein Pool-Level jetzt als nächstes. Ja. Es sieht aus, als ob die Zombies aufgegeben haben, die vorderste Front anzugreifen. Nun versuchen sie es auf der Rückseite. Und um die Krone aufzusetzen, kannst du hier keine Pilze verwenden, weil sie während des Tages einschlafen. Nun, du wirst ja schon schaukeln. Ja. Genau. Und jetzt, ach ja, da haben wir einen neuen Zombie, der Ducky Tube Zombie, der mit der Gummiente. Jetzt schauen wir mal kurz, was ich da für eine Errungenschaft freigeschalten habe. Das mit Disco, das war sie. Ah, hypnotisiere einfach den Haupttänzer, also den Disco Zombie. Okay, na, das war ja einfach. So, dann kann ich hier was freischalten, indem ich komplettiere ein Tagespool-Level, ohne eine einzige P-Shooter zu verwenden. Using P-Shooters of a P-Shooter, das ist jetzt die Frage. Weil P-Shooter sind auch die normalen Pflanzen, ne? Kein Plan. Absolviere einen Tageslevel, in dem du nur Pilze pflanzt. Die ja jetzt, wo wir wissen, ja einschlafen am Tag. Das heißt, ich brauche auch die Kaffeebohne. Hm? Also, das ist kein einfaches Achievement. Aber das hier, don't pee in the pool. Pinkel nicht in den Pool. Okay. Wir probieren es. Keine Pee-Shooter. Das ist aber auch ein Pee-Shooter. Okay. Das heißt, wenn, darf ich nur... Alles mitnehmen, nur keine P-Shooter. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das ist ein P. Ja, dann muss ich mit den Jumper arbeiten. Kein Problem. Dann darf ich nicht mehr mitnehmen. Aber heißt das, ich würde gern... verdammt. Aber ich kann ja was mitnehmen, was ich nicht verwenden kann. Das ist gut. Dann nehme ich... Obwohl der Pilz, ich weiß nicht, vielleicht hilft der sogar. Vielleicht hilft der sogar. Vielleicht schläft er gar nicht, wenn er gleich eingesetzt wird. Aber ich glaube schon. Okay, probieren wir es einfach mal.
Probieren wir's. Mehr schief gehen kann es eh nicht. So, die Sonnenblumen sind die Standardpflanzen. Am Tag kriege ich auch Sonne von oben. Das ist auch ein Vorteil. Ansonsten kriege ich da bei der Sonne, bei der Sonnenblume 25 auch. Was der Pilz am Anfang nicht so viel gibt. So, das werden wir hinauszögern, indem wir den da hinten platzieren. Also das für das Achievement wird es jetzt nicht einfach. Wir schauen einmal, ob wir das packen. No. Ich brauche so viele Sonnen wie möglich, weil der kostet 150, der ist schon ein bisschen teuer. Ja, und der Trick bei der Sache ist, umso später du einen Anfangszombie, also den ersten Zombie in dem Level tötest, umso später kommen dann neue nach. Ne? So, ich brauche unbedingt zwei Reihen. Zwei Reihen Sonnenblumen brauche ich mindestens. Im Notfall habe ich auch noch die Rasenmäher, wenn ich es bis zur letzten Welle schaffe. Dann sind wir die Wurst, ehrlich gesagt. War wieder auch nicht schwer, denke ich mal. Hauptsache, ich habe den das Achievement. Ja, es geht gerade noch, ne? Vor allen Dingen, weil die Sonnenblumen ja mehr bringen als die kleinen Pilze, die ja erst später groß werden, genau. Ja. Ja. Oh, aber das ist nicht meine Lieblingspflanze. Meine Lieblingspflanze fehlt noch. Gibt es die wirklich in dem Teil? Wer weiß, ne? Schauen wir mal. Wir werden es erfahren. Ja, heute nicht mehr wahrscheinlich. So, du bist der Erste, der mal gefressen wird. Mit Hottentan fressen. Und da gehen wir gleich den zweiten hin. Hierher. Man kann ja auch mal testen, ob der Explosionsschild funktioniert. Ich befürchte nicht. Das befürchte ich nicht. Kannst gerne mal testen, aber der schläft. Schau. Der wird gefressen. Sack weg, ist er. So, hier brauche ich eine Walnuss, weil der braucht eine kleine Fresspause. Der eine. Können wir da auch schon mal herstellen. So, da stellen wir dann ein paar Blüten zum Schutz auf. Beziehungsweise, da kommt so eine rein. Friss doch ein bisschen schneller da oben, das wäre vielleicht nicht schlecht. Danke, Schluck runter und lang zu. Danke. Ja, das Level ist fast geschafft, sollte an und für sich. Oh je, yeah, okay. Ich sag jetzt nichts. Das geht's ja nicht mehr aus. Wurscht, man kann auch dasselbe, denselben Trick auch so machen. Statt zwei Walnüssen, zwei hintereinander. Der frisst sogar der hinterste, frisst sogar mit, wenn er an dem ersten andockt. Leicht. So, da kommen schon die ersten Gäste im Wasser. Läuft. Okay, ist mit, so. Ich brauche einen noch. Hopp, hopp, hopp. Ja, easy peasy. Das Achievement schaffen wir. Locker, die Nuss oben schaut auch schon ein bisschen, ja, zermürbt aus, ne? Ein bisschen. Nussig. Ja. Da hat aber wer ordentlich abgebissen davon. So. Ja. Matsch. So, gleich kommt die letzte Welle. Komm, schnapp nach vor. Batsch, danke. Easy. So, eine Kirschbombe, die Sache ist erledigt wahrscheinlich. Ja. Platzieren wir mal hier. Ach, die, ach ja, da tauchen welche auf jetzt, ne? Aber das stört auch nicht. Das passt schon. So. Oh, einen hier, da bringt der Pilz theoretisch mehr, aber der geht ja nicht. Der geht ja nicht, der Pilz, haben wir getestet, der schläft ja. Oh ja, jetzt hast du schon wieder vergessen, ne? Nee, ich wusste es doch. Oh ja. Aber es ist ja gleich aus. Ratsch. Und da oben ist der letzte. Perfekt.
Achievement bitte. Sobald ich das einsammle. Die Pflanze ist auch gut. Der ist gut. Der ist böse. Ein Kürbis. Richtig. Habe ich jetzt schon das Achievement? Ja. Perfekt, Leute. Ja. Wird sogar extra angezeigt. Don't pee in the pool. Wir haben nicht hineingepickelt. Sehr gut. Sehr gut. Ja, der Matschkürbis. Zermatscht. Zombies. Ganz schlichter, einfacher Text. Okay. Der hat einen... Eigentlich hat der überhaupt einen Nachteil? Nein. Der kann sogar, glaube ich, 2 auf einmal zermatschen, wenn man es richtig timet. Den werden wir auch gleich mal testen. Und jetzt kann ich ja die Shooter wieder mitnehmen. Das heißt, wir haben den normalen, wir haben den Doppelshooter. Ich glaube, wir werden für den Doppelshooter entscheiden gleich. Wir haben den Eisshooter, dann werden die Gegner verlangsamt. Den nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit, die Sonnen. Obwohl, warte mal kurz. Sonne als erster, so. Dann nehmen wir den. Das ist wichtig. Den nehmen wir mit und... Das nehmen wir mit, sollte reichen. Ja, Hypnose-Pits haben wir jetzt nicht für den Footballspieler. Das ist halt das Problem. Aber dafür haben wir den Matschkürbis. Ah ja. Er kann so schön zermatschen. Instant Tod für 50 ist schon ziemlich günstig. Yep. Aber er hat auch eine... Ja, er geht halt nur... Ja, du wirst es dann gleich sehen. So, den machen wir jetzt einmal wieder so spät wie möglich, wie gesagt. Da, die Kartoffelbombe kostet zum Beispiel nur 25 und hat halt den Nachteil, dass sie eine Zeit lang braucht, bis sie zündet. Ungefähr 3 Felder vor dem Zombie halt, ne? Was ist denn der Nachteil des Zermatschers? Ich muss ehrlich gestehen, mir fällt gerade kein Nachteil ein. Normalerweise hat jede Pflanze einen Nachteil. Aber die Sonnenblume in dem Sinn hat auch, wenn man es jetzt richtig nimmt, keinen Nachteil. Außer in der Nacht halt. Oh ja, in der Nacht. In der Nacht hat sie den Nachteil, stimmt, oh ja. Sorry. Aber ich kann halt den Kürbis einmal herzeigen, so. Aber die Aufladezeit ist halt, dauert halt ein bisschen, aber es geht auch. Man kann damit herum. So, pass, schau dir mal den Kürbis an jetzt gleich, pass auf. Hä? Batsch. Weg ist er. Ja, so. Hä? Da ist ja was. Wer wagt es? Und das Beste ist, also, das ist eigentlich wieder ein Vorteil für den Matschkürbis. Kann ja auch mal gleich herzeigen. Aber jetzt hauen wir mal den Dublinator raus. Der schießt nämlich 2 Erbsen auf einmal. Anstatt nur ein normaler. Ich zeig den Vorteil jetzt vom Matschkürbis. Oh! Okay, doch nicht. Verdammt. Zu spät. wenn mich nicht alles täuscht, wird es jetzt ziemlich knapp werden. Okay, nice. Der Matschkürbis kann auch Gegner hinten angreifen. Das heißt, wenn ich ihn jetzt nicht zu spät platziert hätte, hätte er auch nach hinten springen können. Ich glaube, das macht... Achso, warte, da muss ich aufpassen. Sollten wir mal in jede Reihe 1 platzieren, wäre auch vorteilhaft. Oh, wir haben ein Geschenk! Minigame freigeschaltet! Yeah! Wir haben die Minigames freigeschaltet. Das macht da gleich noch mehr Spaß gerade. So, jetzt haben wir eine schöne, perfekte Reihe hier. Der Matschkürbis ganz einsam wartet hier. Ne? Ja. Oh, da ist der Zeitungsfritze. Da hilft aber der Matschkürbis jetzt. Weg da. Du darfst dein Sudoku nicht lösen. So, warte mal. Wo kommen denn welche? Im Wasser? Keiner im Wasser? Okay.
Okay. Ja, die Duplinatoren sind schon ziemlich stark, weil normal eine Erbsenkanone schießt eine Erbse. Der schießt gleich zwei auf einmal, das heißt, ich kann doppelte Feuerkraft erzielen eigentlich. Sind schon mächtig. Da brauche ich, glaube ich, dabei nichts anderes außer die. So. Na, der hält auch viel aus. Du hast mein Sudoku zerstört. So, ein kleiner Schutz aufbauen. Schutz wofür? Weil wenn welche plötzlich aus dem Wasser auftauchen bei der letzten Welle, sind die Pflanzen geschützt, weil die vorher die leeren Blätter anknabbern. Deswegen. Wenn ich jetzt noch eine Nuss draufstellen würde, die ich nicht mit habe, wäre es, ja, der Zombie ist zum Beispiel nervig. Da macht man dann meistens das hier. Platsch. Ne? Oder wir verlangsamen ihn ein bisschen. Geht natürlich auch. Alles regelkonform. Machen wir eine Reihe. Kaltfront. An der kalten Front. Stehe ich mit dem Gewehr da. Aus Erbsen. Erbsenkanonen. Und tiefgefrorene Erbsen. Ja, die tun besonders weh. Komischerweise ist der Damage von dieser Erbsen, also eine normale Erbsenkanone, ist stärker als diese Frosterbsenkanone. Aber dafür hat sie den Zusatzeffekt, dass sie eben Gegner verlangsamt. Ne? So, wenn wir jetzt. Ja, der ist gut, der Machi. Grüß Gott. Platsch, weg wieder. Also der Matschkürbis ist schon extrem, muss ich sagen. Ja, da ist der letzte irgendwie, ne? Ich brauche einen Matschi, wie wär's? Ach, machen wir langsamer. Matschi? Friss einmal das Blatt. Kein Matschi. Gut, dann nicht. Habe ich gesagt, zwei sind schon viel? Wir nehmen den Triplinator, es sind drei. Kostet aber auch 325. Nice. Aber, nein, er schießt nicht drei auf einmal, er schießt schon drei auf einmal, aber in drei verschiedene Reihen. Das heißt, wenn ich ihn mittig platziere, schießt er oben, Mitte und unten jeweils eine Erbse. Wenn ich mehrere davon richtig platziere, ja. Kannst du dir vorstellen. So. Naja, dann ist es halt... Epic. Und da haben wir einen neuen Zombie. Der ist gefährlich. Der Taucher-Zombie. Richtig. Weil, was kann der? Tauchen. Richtig. Und das ist gefährlich. Und du wirst doch gleich sehen, warum. So, nehmen wir das. Nehmen wir den Dreier mit. Dann brauche ich, glaube ich, sonst nichts anderes. Dann spare ich auf den Dreier. Dann gehe ich aber auf Nummer sicher und nehme noch Nuss mit. Ja, ist wurscht. Ich spekuliere auf die Dreier. Schauen wir mal. Könnte ins Auge gehen jetzt. Aber wurscht. Ich habe ja zwei davon. So, das eine Level machen wir noch. Dann schauen wir mal kurz in die Minispielecke. Minispiele. Gib mir ein Minispiel. So, das übliche Schema wieder. Zeit sparen ein bisschen. Kosten sparen, weil es nur 25 kostet. Weil 325 ist schon enorm für den Anfang. Das ist schon ziemlich viel. Brains. Jetzt kann ich endlich mal eins pflanzen hier. Patsch. So, da kriegt er. Die machen einfach nur Bogen. So. Ding, ding, ding. Hallo. Willst du mich anknabbern? Ich bin eine leckere Kartoffel. Ich schmeck sicher sehr exklusiv. Hm? Willst du mal probieren, Kleiner? Dann komm näher.
Dann komm ein Stückchen näher. Okay, das passt. So. Dann können wir immer... So, jetzt habe ich bald meine ersten 325. Jetzt können wir dann gleich mal die Sau rauslassen. So, und am besten platziert man die hier. Auf diesen Reihen, weil oben, Mitte, unterhalb wird geschossen. Und dasselbe machen wir dann spiegelverkehrt einmal unten. Krieg ich gerade. Da, du siehst gerade, wie er schießt. No. Wenn der Gegner zu nah dran ist, ist halt der Nachteil, dass. Dass der oberste dann nicht mehr trifft. Ja, aber der sollte halt weit genug weg sein. Der, das müsste eigentlich reichen für den Pylonenmann. Also. Müsste reichen eigentlich. Aber wir haben noch eine zweite schnell dazu. So. Perfekt. Läuft. So, das geht sich noch aus. Sollte sich ausgehen, die Bombe. Ah, geht sich dann. Oh ja, geht sich knapp aus. Wow. So, da treffen wir jetzt schon zwei den Typen. Sehr gut. Ja, also wie gesagt, die sind auch nicht schlecht und nicht zu verachten. Die haben Potenzial. Eindeutig. Dann hauen wir noch eine da rein und dann sind wir eigentlich schon gut geschützt. Oben, oberste und untere Reihe würde sich nur halb auszahlen, weil ja dann die oberste Reihe und die unterste, ganz unterste Reihe fehlen würde. Beim Beschießen. Mache ich aber formhalber dennoch, weil es schöner ausschaut. Obwohl, muss nicht sein. Ich nehme mal die mittigen noch. So. Jetzt wird's interessant, ob der Schnorchler kommt, der Taucher. Na, anscheinend noch nicht. Okay. Dann kommt der. Da ist er. Da ist der Taucher. Der hat den Vorteil, der kommt durch, ohne dass ich ihn treffen kann. Siehst du? Siehst du, wie der nach vorne kommt? Ja. Den kann ich erst treffen, wenn er auftaucht. Und das macht man halt in dem Fall jetzt am besten, indem man ihm ein Blatt davor gibt. Knapper, knapper, knapper. Ja, und weg ist er. Er hält nicht viel aus. Das ist halt der zweite Vorteil halt. Deswegen halt meistens immer ein Blatt davor geben. Kein Blatt vor dem Mund, nein. Ein Blatt vor dem Zombie. Und ich hab eh, ja, er frisst fast weg, aber das macht nichts. Die Blätter kosten ja nicht viel. Können auch theoretisch als Schutz einen Matschi drauf geben, der hilft auch. Könnten wir mal jetzt am Matschen was. So, jetzt gehen wir da noch was her. Alter, da fliegen die Erbsen, da kommt man gar nicht mehr mit dem Auge mit. Heute gibt's Erbsensaft. So, die Kohle nicht vergessen zwischendurch. Einsammeln. Ja, oder der Taucher stirbt, bevor er ins Wasser springt. Kann auch passieren, wenn die Erbsen zu viele sind. Okay, hier haben wir den Fort, oder, ja, hier brauche ich den Matschi. Die hätten das nicht geschafft. Oh, Gold, danke. Die hätten das jetzt nicht geschafft. So, da brauchen wir noch. Ja, das schaut doch schön aus. Außer der Matschkürbis, der stört gerade. Gut, letzte Welle. Dann haben wir auch das Level erledigt gleich. Kann man jetzt auch noch zwei von den an ganz außen Stellen von den Viechern? Ja, ja, aber es bringt ja nichts, weil mir fehlt die oberste Reihe dann. Da schießt er nicht hin. Das ist ja einer für drei Reihen eigentlich. Da verliere ich ja eine Reihe, ne? Ist ja egal. Ja, kann ich ruhig machen, ja. Kein Problem. Das klappt ja eh. So, kann man es auch machen. So, damit die perfekte Abwehrmaßnahme für die Taucher.
Natürlich muss es auch eine Gegenpflanze geben, ne? Für die Taucher. Die Schlingpflanze. Ja, also Wasserzombies, also, entschuldige, Wasserzombies. Wasserpflanzen, eine Wasserpflanze, die Zombies unter Wasser zieht. Ja. Instant Death, sozusagen, ne? Gut, da will ich aber jetzt nicht weitermachen. Wir gehen einmal zum Main-Menü. Okay, Puzzle-Modus noch nicht freigestellt. Die Minigames. Ja, und auch nur 3 dabei. Und ich glaube, man schaltet die nur frei. Ah, wenn man den Adventure-Mode fertig macht. Es gibt 20 Minigames, die man schaffen muss. Aber die werde ich natürlich erst nach dem Adventure-Modus machen. No. Obwohl Walnuss-Bowling, das haben wir im Adventure-Modus ja schon gesehen. Das könnte man theoretisch machen. Machen wir's einfach. Dann siehst du es auch einmal. Also wir bowlen jetzt ein bisschen. Wir kriegen nur Nüsse. Und ich glaube, da gibt es sogar... Moment einmal. Ich glaube, da gibt es sogar ein Achievement. Bowle über 5 Zombies mit einer einzigen Walnuss. Okay, ja, das könnte man schaffen, theoretisch. Ne? Das könnte man schaffen. So, die dürfen die rote Linie nicht übertreten, sonst haben wir verloren. Und ja, ein Treffer für das. Da brauchen wir heute leider 2 normale noch. So. Die rote ist sehr gut, weil wenn die auf einen Zombie trifft, dann explodiert er, ne? No. Sehr empfehlenswert, aber ja, ich würde gern über mehrere Zombies bowlen, aber irgendwie klappt es gerade nicht. Die müssen natürlich so in der Schräge stehen, so wie die gerade. Damit man da wen erreicht. So, jetzt nehmen wir die normalen noch. Man muss halt schon ein bisschen... Oh, 5000 habe ich. 5000. Jo, du kannst ja ein neues Zimmer, einen neuen Platz machen. Jetzt müssen wir halt nur Glück haben, dass die Zombies dementsprechend richtig stehen, aber tun sie ja wieder nicht. So, das war so ein Zweierhieb, aber ich brauche ja 5 auf einmal. So, dann machen wir jetzt das hier. Ist wie eine Kirschbombe, ne? So, und ich glaube, der springt auch über den ersten drüber, wenn ich mich nicht täusche. Probieren wir es einmal. Ja, natürlich. Wer hätte es gedacht? So. Zack, zack. Fünf brauche ich. Okay, probieren wir es einmal. Aber es geht sich nie aus. Eins. Nein. Eins, zwei. Ich brauche 5 Treffer mit einer Nuss. Ist schon ein bisschen viel verlangt. Aber ich glaube, jetzt kommen die speziellen. Vielleicht geht es sich da aus jetzt. Jetzt gehen wir mal näher. So. Nein, geht sich auch nicht aus. Ja, es war ein bisschen eng jetzt schon, ne? So. Ja, ich brauche irgendwie mehr Nüsse, sonst wird das nichts. Okay, jetzt kommt eine riesige Welle, da könnte ich Glück haben vielleicht. Ja, also das ist das Bowling-Nuss-Spiel, ne? Ja, okay. So, da könnte ich jetzt 5 schaffen, theoretisch. Wenn ich den vordersten nehme, mit dem vielleicht, geht sich das aus? 1, 2, nein, wieder nur 2. Aber jetzt vielleicht. 1, 2, nein, okay. Geht gerade nicht. Okay, das waren 3, verdammt. Da hätte ich 3 gehabt.
Ah nein, die dürfen schon über die rote Linie drüber. Weil sonst hätte ich ja keine Rasen mehr. Stimmt. Okay, ich brauche sehr viel Glück dabei. Das waren wieder nur drei. Wir gehen bald die Nüsse aus. Ich glaube, das macht mir endlich. Drei? Vier! Oh nein, da waren vier! Oh, ärgerlich. Da waren drei. Vier wieder nur. Da hätte müssen ein bisschen warten noch. Verdammt. Okay, warten wir noch einmal ein bisschen. Das ist ja wahrscheinlich eh der Trick. Ein bisschen warten. Ja, wieder nicht aus. Gut, den muss ich da her haben. Man kann ja das immer wieder machen, theoretisch. Ja. Flieg doch runter, Junge. Drei. Wieder nur drei. Ja, mit den Nüssen wird es bald ein bisschen knapp. So, den muss ich weg. Nein, wieder nicht. Okay. So, jetzt hätten wir viele. Vielleicht klappt es ja jetzt. Fünf Stück brauche ich. So, komm schon, du schaffst es, Junge. 2, 3, 4, 5, jawohl. Nice. Glückwunsch. Weg damit. Weg damit. Da gibt es aber auch ordentlich coole dafür. Umso mehr man trifft. Okay, letzte Welle. Das ist immer gut. Bestimmt. So. Letzte Welle. Okay, jetzt habe ich eigentlich eh schon gewonnen, weil auch wenn die durchrennen, die Rasenmäher halten sie ja noch auf. Theoretisch. Das wäre geil, wenn ich schneller Nüsse kriegen würde. Danke. Ja, ein bisschen schneller. Explosionsnuss wäre vorteilhaft. Explosionsnuss. Okay, will mir nicht. Das Spiel mag mich nicht. Pass ja, auf, jetzt kriege ich die Explosionsnuss. Pass auf. Ja. Nein, das kann es jetzt nicht sein. So als Strafe gehst du durch. Das, nein, nein. Sicher. Nein. Frechheit. Oh, Edelsteine können wir 1000 Dollar sogar. Cool. Gut, ja. Und damit hätten wir ein Minispiel abgeschlossen, wie man sieht. Und ja, wo kann ich mir jetzt... Ich hätte gern das von Debbie Dave.
Wo kann ich mir das kaufen? Kann ich es mir jetzt kaufen? Ah ja, jetzt kommt er. Möchtest du einen extra Pflanzenslot freischalten? Kostet dir nur 5000 Dollar, aber du kannst dafür 8 Stunden statt 7 auswählen. Ja, nimm mal doch, danke. Okay. Na, passt. Okay, wisst ihr was, Leute? Dann machen wir noch zum Abschluss das eine Level. Und dann ist aber aus. Dann ist Ende Sense. So, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Nehmen wir wieder den Dreier mit, so. Perfekt. Wozu brauchen wir den Dreier zum Blocken? Genau, zum Blocken. Du sagst es. Plopp. Jetzt haben wir 3 Wellen wahrscheinlich noch. Pass auf. Jetzt zum Abschluss, wo ich dann sage, ich möchte aufhören. Kommen jetzt sicher 3 Wellen. Ja. Alter, ich hasse mich. Explosionsnuss am Ende. 3 Wellen am Ende. Na, typisch. Typisch Chocolat. Freut mich. Hm. Großes Leben. Ja. Pech muss man haben, ne? So. Ach, kommt sogar einer in derselben Reihe. Das freut mich aber. Da wird sich mein Kartoffelbäumchen aber gleich freuen, noch einmal aktiv zu werden. Bombenstimmung. Aber sowas von, Halle. Da geht sie ja noch eine aus. Mann, seid ihr lahmarschig unterwegs, Leute. Bitte schön. So. Haben wir schon mal den ersten Dreier raus? So. Batsch, und weg ist sie. Das wird kritisch jetzt. Ich weiß nicht, ob sich das ausgeht. Wird knapp. Wird knapp. Wird knapp. Ah, knapp. Knapp geschafft. Okay, hier brauchen wir aber Unterstützung. Hm? Quatsch. Pult. Was, das geht gerne regnen. Ich lasse sie bei Erbsen regnen. Erbsen. So, das sollte mal reichen für das. Dann über in jeder Lane 2. Okay, dann brauche ich jetzt der Verstärkung. Okay, der stirbt, bevor er springen kann. Das ist auch super. So lobe ich mir das. So, einen brauche ich noch in der Mitte schnell. Hopp, hopp, hopp. Danke. Perfekt. So. Oh, da haben wir wieder einen Taucher. Ich zeige mal die Schlingpflanze, ne? Ein Taucher, der taucht auch nichts. Schau, wie böse die Schlingpflanze guckt. Platsch. Weg ist er. So, das setzen wir noch einher. Das geht ja mit der Kartoffelbombe eh aus.
Perfekt. Das ist ein Erbsengemetzel. Erbsen-Duppe. Ich mach einen Erbsen-Eintopf. Okay, jetzt musst du was zum Essen machen, ne? Eindeutig. Ja. Das nimmst du dann auf und isst für alle anderen. Oh Gott. Ich würde sagen, wir machen die Pfeilkombination. Das ist wie bei den Galliern die Römer, ne? Also bei den Römer. Pfeilformation. Schildkrötenformation. Ja. Dann treffen wir zumindest jeden Zombie. Ja, es läuft gerade gut. Leider kann ich mittig nichts hinlegen, aber da gehen wir dann die Schlingpflanzen davor. Oh, zweite Welle, zweite große. Perfekt. Ich bin gespannt, bis der Arzt kommt. Bissl, gell? Too much. Too much. So, da stellen wir einen Kürbis her zum Schutz. Das können wir nicht mehr verlieren. Da muss man sich schon sehr dumm anstellen, das nicht mehr verlieren. Also ich bin sehr zuversichtlich, ich gebe dir recht. Das sollten wir eigentlich nicht verlieren. Aber wie gesagt, möglich ist immer alles. Der Taucher ist erledigt, sehr schön. Ein Taucher, der nicht taucht, taucht nichts. Hatten wir das halt nicht schon hier? Ja, der Eimer-Zombie da unten macht mir noch Angst. Okay, jetzt macht er mal keine Angst mehr. Jetzt erledigt. Da kann er meine Sonnenbohne knappern, hier bitte. Damit Zeit vergeht. Na, das da oben wird kritisch. Das da oben war kritisch jetzt. Und das wird auch kritisch. Kann er nur noch mehr von den Pflanzen schießen? Ja, jetzt haben wir ein Problem. Da oben. Siehst du? Hier brauchen wir Matschi. Matschi, Matschi. Und meine Sonnenblume muss wieder her. So. So, Pfeif auf Pfeil. Machen wir das jetzt so. Ja, da hat es den Eimer-Zombie erwischt. Was? Ja, Kirschbombe habe ich leider gerade nicht zur Verfügung. Ja. Aber jetzt sind wir so aufgestellt, dass wir. Dass da jetzt kein Zombie mehr drauf vorbeikommen kann, glaube ich. Hm. Autoschlüssel. Ein Autoschlüssel. Was könnte das sein? Ich weiß es eh, aber schauen wir mal. Haarende Pflanzen. Nun kannst du Debbie Daves Shop besuchen. Hey, du hast meinen Autoschlüssel gefunden. Du weißt, was das bedeutet. Debbie Dave's Twinkie Dinkies ist nun geöffnet für Geschäfte. Schau dich um. Wenn du nicht, etwas nicht finden kannst, was du magst. Ja, hier kann man einen 9. Slot kaufen, kostet 20.000. Hier kann man den Poolreiniger kaufen. Der gibt mir eine extra Verteidigung für den Pool. Das heißt, normal habe ich hier Rasenmäher, die gibt es ja im Pool nicht. Da wären die hier. Dann ein Rechen. Tötet den ersten Zombie, der drauf tritt. Gilt aber nur für 3 Levels. Das ist noch interessant.
Das sind spezielle Pflanzen, die musst du über andere Pflanzen drüber pflanzen. Ja? Zum Beispiel die gibst du über die normale Erbsenkanone, glaube ich, oder über den Duplinator, steht eh oben. Ich kann es jetzt noch nicht entziffern. Und dann wird es ein Machine Gun. Und die doppelten Sonnenblumen gibst du über eine normale Sonnenblume. Kostet aber natürlich dementsprechend. Also, ja. So sieht's aus. Aber mit der Zeit haben wir das alles. Lustige Dinge passieren beim Zombie-Fortschritt. Was? Manchmal kommt es ein bisschen wie arg heraus. Ein bisschen arg, meine ich. Richtig arg. Verteidige dich. Oh, Mini-Zombies. Okay. Okay, das ist ein Special-Level. Das will ich aber jetzt ehrlich gesagt nicht machen. Nicht? Nein, nein, jetzt reicht's. Ja, und da haben wir jetzt den Shop liegen zum Beispiel. Wir können jederzeit in den Shop. Okay. Ach, die Achievements noch. So, was ich mit dir aber noch durchgehen werde. Habe ich auch noch nicht gemacht. Machen wir jetzt. Wir gehen mal hier runter und schauen mal, was sich so im Erdreich befindet. Also Zombie-Wurm. Das ist ja ein bekannter, also man sieht bekannte Sachen halt. Der Wurm wieder, glaube ich, das ist ja der Bücherwurm, der normale, oder? Ist das nicht bei den deutschen Büchern? Der Bücherwurm? Keine Ahnung. So, dann haben wir Edelsteine von Bejeweled. Das Spiel kennst du aber auch, oder? Mhm. Kennst du nicht mit Steinchen verschieben? Okay. Das sagt mir aber auch nichts gerade. Okay, ein Fossil. Soll das Pokémon darstellen oder irgendwie? Glaube ich nicht. Ein Rohr? Mario? Da klemmt. Ah, das ist Zuma, das Spiel. Kennst du das, Zuma? Auch nicht. Okay. Gut, da frage ich die falsche Person. Ja. Und auf der anderen Seite sind wir in Japan, ne? Die tragen sogar eine Reis- also eine Nudelschachtel, schau. Die japanischen Zombies. Ja. Okay. Ich weiß gar nicht, ob das Erdreich größer wird, keine Ahnung, mit der Zeit. Ja, aber da hätten wir viele mehr Achievements einbauen können. Seht ihr? Bis hinunter, Leute, bis hinunter, ja. Naja, wurscht. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Streaming-Part wieder, entweder mit Plants vs. Zombie oder mit Overlord oder mit was anderem. Schauen wir. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen oder fürs Anschauen dann, weil ich glaube, Zuschauer war ja keiner da. Und dir danke ich fürs Mitmachen und dabei sein. Jo, immer gerne. Dann bis zum nächsten Stream, Leute. Ciao, ciao. Jo, bis dann. Ciao.